Darum, ich bin der Letzte. Also, ja, wenn man eine Sünde bewusst macht, also verzeiht Allah es einem oder nicht? Was denkst du? Nein. Verzeiht Allah nicht? Oh, wenn man bewusst macht, ja, also wenn man weiß, ja, wenn man die Sünde. Zum Beispiel, du gehst jetzt zu der Hose von deinem Vater. Und während er schläft, und dann sagst du, ach, da hängt so ein 10-Euro-Schein raus, ich will nicht, dass mein Vater ihn verliert, also nehme ich ihn erst raus. Und tu ihn in meiner Tasche, da ist er besser. Das vergisst du natürlich, weil du hast ja nicht böse gemeint. Du hast ihn nicht gestohlen, sondern für längere Zeit ausgeliehen. So, jetzt hier, wenn du das auch absichtlich gemacht hast, aber du bereust, Allah vergibt dir, inshallah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Sprich, o meine Diener, die ihr maßlos euch gegenüber wart, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs, denn Allah vergibt alles. Aber wieso ist nicht mit Absicht machen? Ja, natürlich, absichtlich ist was anderes, aber trotzdem, Allah vergibt alles und nicht. Selbst wenn man Schirk gemacht hat. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat damals Götzen angebetet. Er sagt, ich hatte eine Götze aus Datteln. Ich habe sie angebetet. Wenn ich Hunger hatte, habe ich sie gegessen. Schau, er war ein Götzendiener. Das heißt, bei Allah azza wa jalla erniedrigt oder nicht, ja. Aber dann war er was später? Amirul Mu'minin. Bei Allah geehrt oder nicht. So schnell kann sich deine Situation ändern. Na? Barakallahu fiik.